herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout Tactics. Wir sind immer noch in Springfield. Allerdings haben wir es schon geschafft, eigentlich den Großteil zu schaffen jetzt. Wie gesagt, jetzt versuchen wir noch das Gebäude einzunehmen. Und vor allem das hier, weil das, denke ich, wäre dann nicht schlecht, wenn ich hier drüber schießen kann. Na gut, dann hoffe ich, dass ich es dann irgendwie schaffe, den Bürgermeister zu retten. Das werdet ihr dann gleich sehen. So, nochmal schnell speichern. Ich habe meine Leute schon mal umgesetzt. Ich habe erstmal auf defensiv gemacht und ich lasse die ein bisschen, naja, langsamer laufen. Ich weiß nicht, ob der mich jetzt gleich sieht, aber ich hoffe es mal nicht. Ich werde erstmal versuchen, die Leute hier hinzuschicken. Würde ich dann gerne versuchen, mich irgendwie reinzustellen, wenn es möglich ist. Und relativ lautlos, damit ich dann dieses Gebäude erstmal aufräumen kann. Was kann es sein, dass ich meinen Trupp vielleicht halbieren werde und dann vielleicht den einen Trupp hier reinschicken? Muss ich mal sehen. Das Stitch-Stich würde ich vielleicht sogar schon mal hier hinschicken. Na gut, es bringt nichts, die werden entdeckt. Wenn die sowieso entdeckt werden, dann kann ich die genauso gut schon vorher abschießen. Dann brauche ich ja nicht ewig lang schleichen. So, na komm, es lautet mal ein bisschen schneller. Die watschen mal schnell dahin. Dann werde ich sie gleich auf aggressiv stellen. Gut, Stitch wird das sowieso nicht allzu viel machen können, weil mit seiner Reichweite, die er hat, das bringt das sowieso nicht allzu viel. Gut. Auf aggressiv stellen. Seht zu, dass er die abknallt. Ja, stürme ich erstmal hier die Hütte. Ach, der ist schon mal hinüber, das ist gut. Ach, hier sind Freunde, das ist gut. Kleine Lagerhalle, wie es aussieht. Kühlschrank, ich bediene mich mal, wenn ihr nichts dagegen habt. Oh, sogar Munition am Kanal gibt es ja drin. Das ist aber nett. Du hast die Abfallgrube auch selbst gereinigt. Das ist sehr löblich von dir. Dass die Munition drin ist, das finde ich auch sehr, sehr löblich. Vielleicht ist es noch Zeit zurückzuschlagen. So, weil ich jetzt mit Stitch natürlich noch ein bisschen was gefunden habe, werde ich ihn jetzt allerdings wieder zurückschicken, dass ich sein Inventar ein bisschen entleere. Damit ich natürlich dann von den anderen das andere mitnehme. Das ist sonst zu viel. So, Faser, du gehst hier hoch. Dich schicke ich aufs Dach und ich hoffe, dass ich vielleicht von dem Dach aus ein paar von ihnen erledigen kann. Die müssen hoffentlich diesen geraden Weg hier beschreiten können. Du gehst hier rein. Auf defensiv erstmal. So. So, gerade Strecken schafft die schon, dass sie hinlaufen, aber wenn irgendwie ein bisschen um die Kurve geht, ja, dann ist die KI doch ein bisschen zu blöd. So, mach dich mal rein ins Auto. Speichern. So, du kannst auch schon ein bisschen vorrücken. Du auch, Kate, du ebenfalls. Jo, natürlich auch du. Ganz ein Blunder schon mal reinmachen. Zack. So. 40 Colt. Das Ding mache ich rein.
Wobei ich sagen muss, vielleicht ein paar Handgranaten wären vielleicht gar nicht so verkehrt dabei zu haben. Ein paar Molotov-Cocktails. Ich sag, vielleicht 3 Stück nehme ich vielleicht sogar mit. Granaten, die sehe ich gerade nicht. Blitzgranate, ich hätte auch normale Granaten. Hier. Nehme 8, 3 Stück doch mit. Jax. Jo, du kannst dich noch ansteigen, das ist schön. Stein. Kann sich auch anschleichen. Ich würde den ganzen nervigen Weg wieder laufen hier. Speichern, öffnen. Ach, wir haben sie in ihr gefangen. Du gehst mal hier hin. Ich schicke schon mal hin, dass du es langsam mal den Weg findest. Speicher, öffnen. Ich gehe mal davon aus, dass er erstmal keiner ist im Ding. Da kann ich mal normal laufen. Gibt's nix. Liegt ein toter Ghoul. Mal gucken, was der dabei hat. Hier ist ein Medipack. Das nehmen wir doch gerne an uns. Oh! Wie gemein! Versteckter Sprengsatz. Tja, haben sie natürlich teilweise in solchen Kriegen aus dem letzten Jahr gemacht, dass sie dann eine Granate rein, dann wupp. Hier, du bist doch die, die Sprengsätze gut entschärfen können, also mach das mal. Abspeichern. Nehmen zumindest das Medipack schon mal mit. Du gehst schon mal weiter nach oben. Stitch, ach, du bist auch schon da. Gut. Aber es war schon ziemlich baufällig, das Gebäude hier. Die plündern, kann ich dann vielleicht mit hier nochmal weglaufen dann. Kann dann alles noch mitnehmen, was ich hier gefunden habe. Oh! Ich dachte, die sind alle tot. Ist ein bisschen Schnitzelfleisch. Und noch eins. Und noch eins. Ach, das reicht. Oben hin. Speichern. Schicke ich denn? Dich nehme ich gleich nach Hause. Oder halt nicht nach Hause, zum Auto. Na, gehen wir nach unten, unten, unten! Denn der Raider ist runtergefallen. Gut. Jetzt darfst du wieder zurückklettern. Jetzt geht's im Auto. Ja, ich weiß, du findest wieder den Weg natürlich nicht, ist klar.
So, den Weg müsstest du finden. Das müsste selbst bei dir möglich sein. So, die 4 war das gewesen, also. Auf dich selber sollst du das nicht erwähnen. Auf den Ghoul. Entschärft. Schweinedärme und Magenbrenner. Und dafür so ein Aufwand. Das war wirklich so ein Aufwand, nur wegen so ein bisschen Essen. Na ja, gut. Du kannst die Klemmer mitnehmen, weil ich wenigstens so eine kleine Mine. Jetzt geh hoch. Aha, du findest natürlich den Weg nicht raus. Du läufst nicht weiter. Warum ist Jo tot? Nochmal laden. Warum ist Jo gestorben? Müssen wir mal beobachten, nicht, dass er über die Mine ist. Sieht gefährlich aus. Das sehe ich, dass es gefährlich aussieht. Warum liegen da Sprengminen? Kate, hast du das schön entschärft? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Gescheitert. Entschärft. Gut, jetzt geh hoch. Ne, du gehst noch nicht hoch. Du bist ja die Einzige, die gut was entschärft kann im Moment. Also wirst du diese Dinger entschärfen und mitnehmen. Ja, das ist dann schon ein bisschen nervig dann teilweise. Nicht, dass die jetzt drauf geht, werde ich erstmal nicht in den anderen springen. Die sind doch die ganze Zeit lang gelaufen. Wieso sind die jetzt da reingelaufen und sind dann gestorben? Entschärft. Gescheitert. Gescheitert. Na komm. Entschärft. Gut. Wenn du einmal hier bist, dann kannst du genauso gut mit zum Auto gehen. Du kannst das gleich ins Auto verpacken, das ganze Zeug. So, 3 mit dir. Den Weg wirst du hoffentlich finden. Natürlich. Ach, ich habe gezweifelt an dir. Messerchen rein. Das noch rein. So, das packst du hier rein. Das packst du hier rein. Alkohol packe ich auch mal hier rein. So, mit Werfen ist eigentlich Kate auch relativ gut, deswegen wird sie das bekommen. Und die Molotov-Cocktails habe ich auch eigentlich irgendwo, aber ich kann sie nicht finden. Hat sie die schon? Eigentlich nicht, habe sie noch gar nicht gegeben. 3 Granaten, aber die Molotov-Cocktails sehe ich nicht. Habe ich die mitgenommen eigentlich? Komisch. Denn hier fehlen die Molotov-Cocktails, hätte glaube ich nirgendwo gehabt eigentlich. Vielleicht habe ich mal daneben geklickt und die liegen wie manchmal mitten auf dem Feld. Allerdings sehe ich ja keiner. Wer weiß. Speichern. Es geht am besten zusammen, nicht dass noch eine von euch drauf geht. Dann muss ich euch in eine Position bringen. Dass wir dann vielleicht den letzten Kampf gut bestreiten können und dass noch jemand drauf geht von euch. So, du zum Beispiel darfst hier hoch. Werde dich allerdings auf neutral stellen. Gehst du schon mal hier hin. So. Jax, du bist hier. Dich mache ich auch auf neutral erstmal. Wobei, dich würde ich vielleicht, weil du auch eine gute Panzerung hast, auf Stürme nehmen. Mach ich dich auf Salve.
Deine Knarre auch. So, die war schon auf Seite, habe ich gesehen. Gut, gut. Gehst du nämlich mit hier rein. Und du auch, weil du sollst ja dann hier vom Turm aus schießen. Einmal hoch, einmal hoch. So, sind nicht alle dann in Position? Anführer der Mörder. Noch kann ich sie nicht anvisieren, aber 95% hätte ich bei dem. Zumindest den kann ich nicht erreichen, aber sonst passt das eigentlich schon. Speichern, nochmal richtig speichern. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ich weiß nicht, ob das was bringen würde, wenn ich vielleicht einen noch hier hinstellen würde, obwohl ich glaube schon. Die Reichweite von dem Ding ist eigentlich nicht so schlecht. Du kannst nämlich hier stehen, du kannst da stehen. Kann man hier runterklettern? Wie es in den feinen Rücken geht. Wer weiß. Wobei ich glaube, sie müsste wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg sein, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt so anvisieren will, mit STRG, kann ich jetzt niemanden anwählen. Also würde ich wahrscheinlich auch niemanden treffen. Nee, die Position von ihr ist nicht so ideal. Das bringt also nichts. Das Gebäude ist einfach doch ein Stückchen zu weit weg. Dich muss ich doch mit in das Haus schicken. Da würde ich dann auch dich wieder mit runter schicken, damit du dann als Angriffstrupp bei den beiden mitmachen können. Das hat uns eigentlich nicht unbedingt viel Sinn. So, Phase, du gehst jetzt auch mit hier hoch. Zwar nicht auf den Turm, aber zumindest auf diese Fläche. So. Ja, zum Beispiel Phase hat jetzt eine gute Schussmöglichkeit von hier. Ist auf Salve gestellt, alle. Gut. Speicher. War richtig Speicher. Versuchen, dich schon mal hier hin zu locken. Nicht dahin. Dich auch mit dahin. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn ich zu nah komme, dann triggert das, sag ich mal, dass die da angreifen wollen. Aber ich hoffe es mal nicht. Aber noch geht's. Und schießen kann ich ja noch nicht. Einen Schritt weiter, elender Ghoul-Freund! Meine Pläne wirst du nicht durchkreuzen. Diese Ghule sind doch überhaupt nicht menschlich. Warum zum Teufel sollen sie also Rechte wie richtige Menschen haben? Das ist uns Reinblütern gegenüber verdammt nochmal unfair! Mein Plan war perfekt
und ich wäre auch damit durchgekommen. Aber ihr Soldaten musstet euch ja wieder einmischen und alles vermasseln. Nach oben mit dir, Stitch. Und mit dir. Heilen. Heilen. Der Bürgermeister ist... Ja, ich weiß, der ist tot. Weil der blöde Bürgermeister muss ausgerechnet vor Stitch da mit seiner Schrotflinte. Laden. Alter, Stitch ist vielleicht besser, man lässt den eher unten und die anderen schicke ich ja hoch. Erstmal mache ich alle auf aggressiv, so speichern. Nein, du gehst jetzt nicht weg. So. Den würde ich nämlich lieber. Dich dahin, dich dahin. Keinen Schritt weiter. Schnauze. Du gehst hoch. Geh hoch, Junge! Geh rüber! Töten! Heilen! 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 Du heilst dich auch und du heilst dich auch! Genau, wir haben es geschafft. Ich speichle lieber nochmal ab. Na, hier ist der Bürgermeister, Gott sei Dank. Oh. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet jetzt. Oh, ich muss kurz beenden. Es klingelt. So, ich bin zurück. Es war ein Sturmklingel gewesen, keine Ahnung. Ich habe nur geguckt. Irgendjemand hat ein Paket gebracht. Ich weiß nicht, warum die bei mir geklingelt haben. Ich habe nichts bekommen. Ich habe zwar was bestellt, aber war nicht für mich gewesen. Und wahrscheinlich hat derjenige, dieser Paketbote, einfach überall geklingelt, um reinzukommen. Na gut, ich habe jetzt offline dann meine Truppen gleich versetzt und habe dann die Leichen auch offline gleich geplündert. Ich habe mal geguckt, wo ich da hin muss. Der Bürgermeister macht die Tür auf und hier ist der Endpunkt, wie man gesehen hat. Und da komme ich dann mit dem Audio durch. Nick ist nur eine Rede, die wir uns anhören. Und die werden wir uns auch anhören. Hier habe ich aber gesehen, wenn ich hier ungefähr die Ebene bin, dass es hier, wie man sieht, eigentlich noch irgendwas gibt. Aber hier sieht man aber keine Tür. Hier sieht man eine große Bibliothek. Aber man sieht nicht, wie man da reinkommt. Also ich sehe keine Tür, dass ich weiß, aha, ich komme da irgendwie rein. Also wie komme ich hier unten hin? Gibt es einen Geheimgang vielleicht? Der sieht ja auch nirgendwo eine Tür. Hier ist keine Tür. Hier ist auch keine Treppe, die nach unten führt oder irgendwas. Aber das ist doch unlogisch. Hier ist wie gesagt eine große Bibliothek, aber man kommt nicht hin. Vor allem hier ist ein Fenster. Also kann man reinsehen und alles, aber es ergibt keinen Sinn. Muss doch irgendwie da reinkommen, normalerweise. So von der Logik her. Naja, haben sie wahrscheinlich jetzt die Entwickler das nicht so wichtig empfunden wahrscheinlich. Der Anführer hat jetzt eigentlich nichts Besonderes gehabt an Waffen, das war jetzt auch nichts Aufregendes. Nichts, was man jetzt verpasst hat. Gott sei Dank bist du hier. Hör mal, das muss aufhören. Diese Kerle sind nicht wirklich Raider, sondern so eine rechtsradikale Hetzgruppe. Wenn wir es zulassen, dass sie alle Ghule töten, wer ist dann als nächstes dran? Außerdem führen Ghule Aufgaben und Arbeiten aus, die Menschen niemals durchführen können. Kein Mensch kann lange in den Abfallgruben arbeiten, ohne krank zu werden.
Den Ghulen macht das überhaupt nichts aus. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Ich hoffe, du bleibst noch bis zu meiner großen Rede. Darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Komm mit. Ha, sieht man, er mag die Ghule zwar schon, oder was heißt, mag hat nichts gegen die, aber will die natürlich nur als, naja, billige Arbeitskräfte nutzen und das war's. Also, er sieht ein bisschen aus wie aus Bioshock 1 Andrew Ryan. So ein bisschen. Erfolg. Das ist gut. Erfolg. Mach dich mal raus. Das Motorgeräusch geht mir auf den Sack. Ich lasse mir jederzeit gerne mal einen Abfall von einem Ghoul abholen. Naja, dafür sind sie gut genug. Dafür sind sie okay. Ich habe noch gesehen, wo ich vorbeigefahren bin. Hier war noch sogar so ein Räder gewesen, den ich abgeknallt habe mit dem Auto, als ich hier lang gefahren bin. Lauf zu, Bürgermeister. Ich lasse mir jederzeit von Abfall einen Ghoul für. Naja. Bürger von Springfield. Ihr kennt mich seit 2 Jahren als Bürgermeister Avalon und über viele Jahre davor als Chris Avalon. Ihr könnt mir glauben, dass ich immer stolz darauf gewesen bin, dieser Stadt und ihren Bürgern zu dienen. Aber ich werde diesen Hass und diese sinnlose Gewalt nicht länger hinnehmen. Nicht als Bürgermeister und gewiss nicht als der Mann, der ich bin. Wir dürfen die Ghule nicht für das hassen, was sie sind. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie zu furchterregend aussehenden Monstern mutiert sind. Seid euch doch bewusst, dass sich unter all dem faulenden Fleisch, der sich schälenden Haut und den deformierten Zügen ein Bürger zweiter Klasse verbirgt. Diese guten Wesen entlausen unsere Abfallgruben, säubern unsere Fettgruben und arbeiten in den Schlachthöfen. Das ist schwere, rechtschaffene Arbeit. Hasst sie also nicht, weil sie abstoßend aussehen. Anstatt sie anzugreifen, seid nett zu ihnen. Anstatt einem Ghoul zu sagen, wie furchtbar er aussieht, sagt ihm, wie gut er aussieht. Ich kann verstehen, wenn ihr einem Ghoul nicht auf die Schulter klopfen möchtet. Und das ist völlig in Ordnung. Brennt aber bitte nicht sein Haus ab. Ich habe hier einen neuen Gesetzentwurf, den ich euch vorstellen möchte. Es ist ein Entwurf der Monstergrundrechte. Gemäß dieser Gesetze ist jegliche Gewalt gegen Ghule verboten. Es sei denn, der Ghul hat angefangen. Und von jetzt an erhalten Ghule ein Gehalt in Höhe der Hälfte oder mehr des Gehalts eines reinblütigen Menschen. Und als letztes. Ab sofort werden die Redewendungen einen Ghul auspressen, Ghul-Babys machen oder einen Ghul abseilen lassen nicht mehr verwendet, wenn von Fäkalien die Rede ist. Ich weiß, wir können harmonisch zusammenleben. Ich weiß es einfach. Danke. Oh, danke, danke. Applaus und Buhrufe. Ja, es ist logisch. Applaus von den Menschen, aber Buhrufe von den Ghulen ist wohl logisch. Er hat ja sehr gesagt, die Ghule sind zweiter Klasse. Bürger zweiter Klasse. Es sind billige Arbeitskräfte, die für die Hälfte arbeiten oder vielleicht ein bisschen mehr wie die Hälfte arbeiten, was die Menschen bekommen. Und ansonsten sind sie halt Bürger zweiter Klasse. Tja, das ist durch das, wo dann natürlich alles nie angeglichen sein wird, dass die, sag ich mal, nur für die Hälfte arbeiten, für was die Reinblüter arbeiten, das kommt mir irgendwie in Deutschland teilweise ein bisschen bekannt vor. Vielleicht nicht ganz für die Hälfte, aber so ein bisschen so in der Regel, naja, geht es auch so, dass man sich teilweise auch als Bürger zweiter Klasse fühlt. In bestimmten Teilen Deutschlands, wo man sich denkt, naja, woanders bekommt man das viel mehr Geld, wo man sich denkt, die bekommen das Doppelte so gefühlt und man selber muss für die Hälfte arbeiten. Also, naja, das, was die hier sagt, gibt es in Wirklichkeit teilweise auch so ein bisschen, wo es dieses Gefälle gibt, wo man sich denkt, warum ist das so? Und hier, wenn man sich das ansieht, Bürger zweiter Klasse. Man darf sie nicht beleidigen, aber naja, sie sind eigentlich wirklich dafür da, dass sie eigentlich die billigsten, dümmsten Arbeit machen, die die Menschen nicht machen können und auch nicht machen wollen. Also merkt man, naja, da nimmt die Ghule einfach nur nicht ernst oder naja, kann sie mögen oder irgendwas, sondern einfach nur, das sind einfach nur billige Arbeitskräfte, die
Die braucht man halt, aber ansonsten, wenn man die nicht brauchen würde, würden sie wahrscheinlich auch verschwinden, so ungefähr. Aber gut, es ist in ihrer Stadt. Da können wir jetzt leider nichts ändern an dieser Tatsache. Ghule sind fast Menschen, weißt du? Mal 80% werfen machen. Bisschen handeln, obwohl erstmal Energiewaffen noch ein bisschen. Auf 130% handeln machen wir jetzt mal auf 104. Ach, das kann ich nicht mehr verbessern. Dann machen wir noch das mit den Pfeilen noch einen Punkt nach oben. So. Das Armstufenanstieg, das ist schön. Haben die vielleicht jetzt auch einen neuen Rang oder so? Ne. Das sieht nicht so aus. So, du kannst ruhig noch ein bisschen öffnen lernen. Und das einmal noch abschleichen. So. Stitch hat nichts bekommen. Du auch nicht. Einzel. Gut. So, jo. Du bist die Fahrerin. Es fassen eh nur zwei Leute rein. Irgendjemand darf noch mit rein ins Auto. Mit dem Stein. Du darfst auch noch ins Auto. Hier habe ich alles geschafft, also passt das schon. Speicher. Und dann verlassen wir diese Stadt. Gut gemacht, Krieger. Der Bürgermeister von Springfield hat uns seinen Dank für die rechtzeitige Rettung übermittelt. Was aber noch wichtiger ist, er steht nun völlig in unserer Schuld und hat sich damit einverstanden erklärt, den Rohstoffexportanteil an uns auf 150% zu erhöhen. Auch wenn ich seine politischen Ansichten nicht teile, er wird doch zunehmend zu unserer Marionette. Und diese zusätzlichen Rohstofflieferungen werden die Maschinerie der Bruderschaft am Laufen halten. Gute Arbeit, Krieger. Wegtreten. Sonst habe ich noch keine Ahnung mehr, wie lange ich eigentlich noch muss, wie lange jetzt die Aufnahme eigentlich geht. Habe ich jetzt die Hälfte der Zeit schon geschafft oder nicht? Habe ich gesagt, keine Ahnung. Aber wir fahren erstmal nach Bunkerkammer. Bürger Beastlords. Da sind beide Fahrzeuge da, das ist schön. Boah. Können vielleicht mal die Autos dann vielleicht ein bisschen umparken, dass das Ganze besser aussieht. Mechaniker, Gelehrter, Ältester. Ach, die Materialien ist da. Vielleicht mal richtig speichern. Sehen wir uns mal kurz diesen Bunker hier an. Was haben wir hier? Fahrzeug. Hier ist die Ausrüstung. Lazarett, Rekruten, da hinten ist der Besprechungsraum. Ah ja. Ich rede erstmal mit der Todeskrallen-Matriarchin. Bleib doch mal stehen. Eure Ältesten sind weise Krieger. Sie akzeptieren meine Sippe als Rekruten. Meine Kinder möchten ihre Dankbarkeit zeigen. Das sind schon seltsame Zeiten, nicht wahr? Meine Kinder kämpfen zusammen mit euch. Und den anderen haarlosen Kreaturen. Behandelt sie gut und gebt ihnen nach Mitternacht kein Fleisch mehr. Lebt wohl. Und wenn sie das werden, wären die dann so Kremlins? Wären das dann Kremlins, wenn ich die nass mache, wenn ich die nach Mitternacht füttere? Vielleicht. Weil mit denen sieht man natürlich, dass diese. Wie heißt der Todeskrallen, dass die, naja, eher behaart sind, was eigentlich bei den anderen Todeskrallen in anderen Spielen nicht der Fall ist. Das sind die eigentlich halt wie eine Echse und haben halt keine Haare. Na gut. Willkommen, Krieger.
Willkommen, Soldat. Ich bin Arugala. Sprich mir nach. Arugala. Gut. Ich bin der für diesen Bunker verantwortliche Quartiermeister. Du weißt doch mittlerweile, wie das hier läuft, also hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Du brauchst Ausrüstung? Dann hör auf, herumzulabern und sag mir, was du brauchst. Gut, mach ich. Was hast du denn, schönes Jüngchen? Das mit dem Verkauf macht er sowieso wieder offline, das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ich will nur mal sehen, was es hier generell gibt. Vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, die ich dann denke, die wir dann gebrauchen können, die ich dann kaufen können. Dann könnte ich dann sagen, oh, das möchte ich mir gerne kaufen. Das nehme ich. Das haben wir auch schon mal verkauft, die Dinger hier. Die Dinger auch. Teilrüstung. Im Moment sehe ich jetzt eigentlich nichts, was jetzt mein Interesse weckt. Es gibt jetzt nichts Neues an guten Waffen oder anderen Dingen. Das sehe ich jetzt eigentlich noch nicht wirklich was. Schwer. Das andere, was wir haben, ist jetzt eigentlich jetzt auch nichts Besonderes. Gut, Munition und so. Das haben wir ja sowieso schon. Ne, es ist nichts, was jetzt so übermäßig gut ist. Dann gucken wir mal hier rein. Bei den Quartiermenschen. Hier ist Shauri, wer auch immer das ist. Sei gegrüßt, Held von Braminwood. Ich bin Shauri. Führerin der neuen Neulingsklasse. Danke, dass du meine Heimat gerettet hast. Ich möchte, dass du stolz auf die Menschen sein kannst, für die du so viel getan hast. Ich möchte versuchen, in deine Fußstapfen zu treten. Das ist schön. Das ist nett. Sei gegrüßt, Held. Du wirst es nicht glauben. Ich habe das Neulingstraining überstanden. Nicht viele aus unserem Stamm haben es geschafft und ich gehörte zu den Besten der Klasse. Der Gedanke an dich und deinen Trupp gab mir die Kraft, jede Herausforderung zu bestehen. Jetzt bin ich die Führerin der neuen Neulingsklasse. Jetzt untersteht mir sogar Taiduk. Ich muss mich auf die erste Mission meiner Gruppe vorbereiten. Mach's gut, Bruder. Bruder, wir sind doch hier eine Frau. Na gut. Mehr sagt sie nicht. Sei gegrüßt, Held. Ich bin Neuling Taiduk aus Braminwood. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Schließlich war ich dort nur einer von vielen. Eure heldenhaften Taten haben mein Dorf gerettet. Deshalb sind meine Schwester Shauri und ich zu euch gekommen. Wenn es der Brahmin-Gott des Kampfes zulässt, würden wir gerne an deiner Seite für die Bruderschaft kämpfen. Das ist schön. Sei gegrüßt, Krieger. Sei gegrüßt. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich soeben den Rang eines Neulings erhalten habe. Ich werde zum Brahmin-Gott des Kampfes beten, damit wir Seite an Seite in die Schlacht ziehen können. Zusammen würden wir das Ödland bis in die Grundfesten erschüttern. Leider ist meine Schwester Shauri ebenfalls hier und ihr unterstehen die Neulinge. Auch dir mehr Geld. Ui, 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 ui. Bruderschaftsgeld. Hat sie auch Geld? Ich nehme nicht gern Befehle von jemandem an, der nur zum Kinderkriegen taugt. Die Sitten eurer Bruderschaft sind seltsam. Sehr seltsam in Taiduks Augen. Hoho, hoho. Mit dir kann ich nicht nochmal reden. Ja, ja, ich bin deine Vorgesetzte, Bruder. Todeskrallen-Matriarchin rennt auch rum wie so eine Blöde. Hier ist Paladin Lancelot. Ich glaube, wir noch einen Ritter. Irgendjemand ist gleich aufgestiegen. Knapper. Oberneuling. Ja gut, ich glaube, irgendjemand von denen ist aufgestiegen. Weiß aber jetzt nicht, wer, ehrlich gesagt. Oberknapper. Keine Ahnung. Irgendjemand ist aufgestiegen von denen. Das hatten wir schon gehabt. Das ist keine neuen. Sehen, was die Krankenabteilung zu sagen hat. Krieger, wo ist denn eigentlich der Typ? Ach, hier oben, Stabsarzt. Sei gegrüßt, Krieger. Ich bin Celsius, Heiler und Gelehrter. Du kannst jederzeit zum Bunker zurückkehren, um geheilt zu werden. Ich werde dich so lange heilen, wie es meine Ressourcen erlauben. Ab und zu habe ich auch Verbandskästen da, die die Ärzte deines Trupps verwenden können. Tja, hättest du ein paar mehr. Ich bräuchte viele von diesen Kästen.
Ja, der hat sogar welche. Das kann ich dann alles offline kaufen. Ich sag, das wollte ich jetzt nicht in der Folge machen. Das ist eine Tätertasche. Das muss ich sagen, das mache ich immer lieber alles offline. Weil das ist jetzt nichts, was ihr jetzt unbedingt seht und wo ihr irgendwas verpassen würdet. Ich habe Angst vor unseren Inquisitoren. Ich habe eine große Wunde auf der Zunge. Oh. Solange ich jemanden töten kann, bin ich zufrieden. Ja, das ist schön für dich. Hallo. Oh, wer bist du denn? Hilary Eastwood, unverletzt. Wo ist denn Clint Eastwood eigentlich? Meiner Tochter geht's gut, danke. Das ist schön. Hier ist unser General. General Decker. Ist er nicht Barnacki? Diese neue Entwicklung irritiert mich. War nicht Barnacki unser General? Ich sag mal, ist ein Decker-Typ. Tritt ein, Krieger. Bitte, nimm Platz. Ich bin General Decker. Und von mir erhältst du die Anweisungen für deine nächste Mission. Gestern früh um 9 Uhr ist der Claw-Trupp bei seiner Patrouille in der Gegend von St. Louis auf eine große Truppe schwer bewaffneter Supermutanten gestoßen. Sie haben sich dieser deutlichen Übermacht mutig gestellt und konnten vor ihrer völligen Vernichtung noch einen Notruf aussenden. Unter der Führung von General Barnacki sind sofort 8 kampferfahrene Trupps ausgesandt worden, die jetzt im Kampf mit den Supermutanten festsitzen. Wir konnten sie zwar zunächst zurückdrängen, haben dann aber erhebliche Verluste erlitten. Deswegen müssen wir unsere Truppen nun so schnell wie möglich zurückziehen. Diese Schlacht ist verloren. General Barnacki möchte, dass du dich mit deinem Trupp auf den Weg zu seinem mobilen Einsatzzentrum machst und die Evakuierung unserer verwundeten Brüder in die Hand nimmst. Ich habe mir deine Akte angesehen und denke, dass das Vertrauen, das General Barnacki in dich und deinen Trupp setzt, vollkommen gerechtfertigt ist. Während deiner Ausbildung hast du gelernt, dass Supermutanten sehr starke genetisch manipulierte Soldaten sind, denen nur schwer beizukommen ist. Waffen, für die andere Transportfahrzeuge brauchen, können sie einfach tragen. Beim Umgang mit ihnen ist höchste Vorsicht geboten. Du wirst in eine Gefechtssituation kommen, die alles, was du bisher erlebt hast, übertreffen wird. Und denk daran. Den Anweisungen von General Barnacki ist unbedingt Folge zu leisten. Er wird dich da sicher herausbringen. Nimm dir einen gepanzerten Truppentransporter und evakuiere alle verwundeten Truppenmitglieder. Wir wollen nur, dass du da reingehst und wieder herauskommst. Keine Heldentaten, hörst du? Ich will, dass es eine Such- und Rettungsmission wird, wie sie im Lehrbuch steht. Nicht mehr und nicht weniger. Setze Vertrauen in deine Waffenkrieger und sie werden dich sicher wieder nach Hause bringen. Wegtreten. Aha. Wobei, was ist denn, wenn ich denn noch irgendwie ein optionales Ziel habe in dem Level, ein Abschnitt, was ich haben könnte? Das wäre dann theoretisch eigentlich doch Quatsch, wenn ich das dann nicht machen würde. Na gut, muss ich mal sehen. Also kamen jetzt schon die Supermutanten. Ich dachte, diese Reaver, oder wie die heißen, dass die jetzt kommen würden. Doch kamen die nach den Supermutanten? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich dachte, erst kommen diese Reaver und danach kommen die Supermutanten. Und dann, gut, hat man ja dann gesehen, was eigentlich schon, oder mit, was wir gehört haben, eigentlich schon vor einigen Folgen, dass es dann solche Roboter gibt. Und naja, gut, diese Roboterarmee ist dann unsere größte Bedrohung, dann sag ich mal. Wo dann selbst die Supermutanten wie publike Plünderer aussehen dagegen. Ah, da was es da für Gegnertypen gibt. Ah, darf ich gar nicht dran denken. Das sind teilweise Raketenwerfer und solche Sachen wirklich extrem gut. Und vor allem gibt es die Munition, wo man dann so elektrische Munition hat. Auch für die Schrotflinte zum Beispiel, für Stitch. Hat da keine Munition mehr, der Typ? Du. Verstrahlt. Och, was ist das? Der ist verstrahlt. Geh weg. Wieso kann der jetzt nichts mehr machen? Heißt das, der Charakter stark radioaktiv verstrahlt, diese Hürde strahlt, diese tödliche Wirkung. Ach, du großer Gott. Warum ist der verstrahlt? Nimm mal right away. Ah. Warum bist du verstrahlt gewesen? Komisch.
wie gesagt, und da gibt es denn auch für ihn zum Beispiel für die Schrotflinte so spezielle Munition, was solche EMP-Munition ist. Natürlich sind ansonsten Energiewaffen, deswegen ich auch, wenn ich mit Energiewaffen haben will, sind gegen diese Roboter-Typen dann ganz gut. Und halt ein Gasgewehr habe ich doch schon, was hier in dem Autochen liegt. Wo ich da auch Munition brauche, das ist auch dann noch gut. Ansonsten, hier sowas ist dann gegen diese Roboter nicht so geeignet mehr. Oder man macht nicht mehr allzu viel Schaden damit, muss man so sagen. Ah gut, das ist dann, das dauert noch einige Folgen. Aber ich finde, wir kommen eigentlich ganz gut voran. Wir sind schon ein bisschen hingekommen. Hier liegt irgendwas auf dem Fußboden. Ich kann es auch nicht anwählen. Jetzt ist es weg. Verdammt, ich muss zum Doktor. Ja, ja, das muss ich auch nachher. In Wirklichkeit, mein echtes Leben. Ach, eine Dreiviertelstunde sogar. Und naja, aber ich werde jetzt die Folge an der Stelle jetzt auch beenden. Vergesst also nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ist die Folge vorbei. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.